Zu Wort gemeldet der Abgeordnete Dr. Rösler. Danke, Herr Präsident. Ja, zu später Stunde wird es dann schon ganz schön kompliziert. Ich versuche trotzdem, mich an dem Entschließungsantrag der FPÖ einmal zu orientieren und bin auch über die Begriffe Lieferengpässe, Preiserhöhungen bei zahlreichen Rohstoffen, China, also ein Weltmarkt-Rohstoffknappheitsproblem, von dem Sie ausgehen. Und das bringt mich zu dem wichtigen Punkt, dass wir natürlich in einem Zusammenhang Weltmarkt und Weltmarktpreisen und Schwankungen stehen. Es gab vor einigen Jahren einen kompletten Engpass an Kunststoffen, vor allem dort, wo es um Kunststoffrecyclinganteile geht. Das gibt erhebliche Probleme für bestimmte Erzeuger auch in Österreich, wenn es hier Vorgaben gibt. Gleichzeitig aber auch die Frage in dem Zusammenhang, was heißt denn das, wenn Weltmärkte unter großem Preiswettbewerb, aber auch im Qualitätswettbewerb stellt, für die Produktionsbedingungen, für die Arbeitsbedingungen, für die Umweltstandards, auch für Transportstrecken, die damit verbunden sind. Und wir haben bereits zwei Regelwerke, die sich mit diesen übergeordneten Problemen durchaus auseinandersetzen. Das ist einmal die Konfliktmineraleverordnung, die diesen Hintergründen der Produktionsstätten und der, in dem Fall der Menschenhaltung der Menschenrechte, sich widmet und in dem Zusammenhang natürlich auch das große Thema, an dem wir uns auch schon annähern, das ist das Lieferkettengesetz, wo es auch um die Produktverantwortung, die Lieferkette und auch die Qualitätsanforderungen geht. Und in dem Zusammenhang hat die öffentliche Hand eine tragende Rolle dabei zu schauen, welche Vorgeschichte haben Rohstoffe, Teilprodukte, wenn sie nach Österreich kommen, und was landet auf uns, in unseren Produkten an Vorbelastungen, wenn es darum geht, Arbeitsbedingungen, Umweltstandards und Klimafaktoren zu berücksichtigen. Und da ist der aktuelle Aktionsplan nachhaltige Beschaffung ein Vorzeigeprojekt mehrerer Ministerien. Vielen Dank, Frau Bundesministerin, dass Sie hier mit dabei waren in einem ministerienübergreifenden Projekt, wo es darum geht, Nachhaltigkeitskriterien, Umweltkriterien, Reparaturfähigkeit, aber auch die Zertifizierungen für die Qualität, für die Standards der Erzeugung mit aufzunehmen. Der Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung widmet sich in erster Linie den neuen Standards, von Büromaterialien bis Geräte, bis Textilien, Zertifizierungen, die hier erforderlich sind, aber auch zum Beispiel die öffentliche Hand als großer Hebel, als wichtiger Auftraggeber, wenn es darum geht, Veranstaltungen als Green Events zu zertifizieren und damit Mindeststandards, klimaschonende Standards, Umweltstandards zu verankern. Langlebigkeit, Ersatzteile, Reparaturfähigkeit als Kriterien, und es gibt dazu eine sehr, sehr serviceorientierte Website, die nachhaltige Beschaffung, ein sehr engagiertes Nachhaltigkeitsteam, das die öffentliche Hand derzeit noch auf Bundesebene, aber wir hoffen sehr, dass es bald auf Länder- und Gemeindeebene und Städte auch herunter verbindlich erklärt wird, und die BBG, die auch mit einem sehr engagierten Nachhaltigkeitsteam serviciert und dabei berät. Das ist ein wesentlich konkreterer und Ansatz, der Qualität und heimische Produktion und kurze Wege und Nachhaltigkeitskriterien verbindet. Und daher ist der Nachhaltigkeitsbeschaffungsplan derzeit die beste Antwort für unsere heimischen Betriebe.